Naja, gut. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jetzt schon wieder eine Stunde hier am Rumeiern sind? Aha. Zug um Zug im Wüstensand. Voll cool. Ich dachte erst, es wäre eine Fata Morgana, aber dann war da wirklich ein Level. Es gibt ein Abzeichen, mit dem du dich sogar auf Sand schneller bewegen kannst. Okay. War das eine Wunde? Oh Gott. Oh Gott, man kann ihn... Oh nein. Man kann ihn aufdröseln. Oh, wie gemein das ist. Wir haben ihn einfach aufgerollt. Oh, shit. Kann ich es rausreißen? Einfach kaputt machen. Sie lässt halt auch nicht mehr los. So. Sie wollte es so gerne festhalten. Whee! Und leer. Vor allen Dingen ist er hohl. Er ist innen einfach fucking hohl. Ich meine, viele Leute sind innen hohl, aber das ist schon ein anderes Level. Der Typ. Der Typ. Gut gezogen. Man sollte nicht an allen Sachen ziehen. Kleiner Lifehack von mir. An manchen Sachen lieber nicht ziehen. Aber hier an denen, das geht schon. Guck, der löst sich einfach auf. Puff. Das ist schon anders grausam, aber es ist auch irgendwie sehr befriedigend, ihn so auseinanderzurollen. Was soll ich denn sagen? Sonst müsste ich ja lügen. Leider bin ich eine sehr ehrliche Haut. Och, die Vögel schon wieder. Die habe ich nicht vermisst. Au. Der will auch den Pilz, aber er kann ihn nicht benutzen. Sad. Also für ihn jetzt. Ui. Haha, ihr könnt mich nicht sehen. Ich bin unsichtbar. Es wäre schön gewesen, wenn er so, wenn er so gestolpert wäre, weil ich unter ihm durchkrieche. Aber ich bin einfach so geheim, dass mich keiner sehen kann. Er kann sich Solid Snake aber noch eine Scheibe von abschneiden. Sind das Toads? Vielleicht sind es Poplins. Da im Hintergrund ist auch so ein... Ach, ist das der Palast vielleicht? Hm. Sieht ein bisschen so aus. Da ist eine blaue Röhre. Oh Gott, ich komme nicht mehr von ihm runter. Hilfe. Er aufgewacht ist. Ich habe ihm aber gar nichts getan. Ich hab ihm extra nicht wehgetan. Er war trotzdem übelst schockiert. Eigentlich ziemlich grausam, die alle zu unraveln. Bei Solid Snake ist jetzt auch die Collection draußen. Das stimmt. Ich habe noch nie Metal Gear gespielt. Ich glaube, Metal Gear ist auch nicht so mein Genre. Ich meine, ich habe bei der... Dings. Bei Plague Tale Amicia hieß sie, genau. Da habe ich gerne gestealtht. Das war cool. Aber ich weiß nicht, ob ich für den Solid und den Liquid und den allen Snake bereit bin. Der einfach schläft. Aufwachen! Wonder Time! Ach du Scheiße. Ich wollte gerade sagen, als ob das alles war. Wo
runtergefallen und jetzt? Ich habe das Gefühl, das geht irgendwie auf Zeit. Kann das sein? Klingt ein bisschen wie der sterbende Sonic. Der sterbende Unterwasser-Sonic. Nein! Nein! Hilfe! Ich bin in die Falle einer Pyramide gefallen. Ich glaube, das ist aber doch das, was wir im Hintergrund gesehen haben, ne? Das ist einfach eine Pyramide. Aber Toadette hat überlebt. 75% schleichen. Ja, das klingt nicht so ganz nach einem Spiel für mich, glaube ich. Jetzt halte ich doch fest, mein Mädchen. Bitte. Ich weiß, du willst erst den Typen unraveln. Machen wir das zuerst. Ey, die Pyramide war mal richtig geil, oder? Das war richtig cool. Und dann hier ist das Ziel, ne? Ja, warte, dann ziehen wir nochmal dran. Dann ziehen wir nochmal dran. Und dann reicht's auch. Mega gut. Mega gut. Das Einzige, was ich echt schwierig finde an der Wüstenwelt, ist, dass ich keine Ahnung habe, ob wir jetzt schon weit sind oder noch nicht so weit. So fortschrittsmäßig. Dadurch, dass die Level alle versteckt sind. Aber ich meine, wir brauchen mindestens 15, um das Ding aufzumachen. Wir haben jetzt 11 und wir haben jetzt diese Treppe hier bekommen. Gehe aber trotzdem erstmal noch in die Tür. Beziehungsweise geht es hier ja auch noch hoch, ne? So viel zu entdecken. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eben auch noch nicht da war. Oh, da ist noch ein Wasserfall. Sandfall. Rätsel der Röhren. Oh, oh, ein Suchtrupp. Schatz, willst du mitspielen? Kann ich spontan noch einen Spieler hier reinbuttern? Ich könnte. Möchtest du? Ich muss eventuell meinen VTuber so lange ausmachen. Aber möchtest du mitspielen? Speicher mal eben. Ja, okay. Dann komm her. Spieler 2. Nee, du musst nur dich mitbringen und dann meine Joy-Cons benutzen. So. Die schönen goldenen Tears of the Kingdom Joy-Cons. Guck mal gleich, was der VTuber macht, wenn hier zwei Menschen sitzen. Wahrscheinlich ausrasten, weil die Kamera dann nicht weiß, wen sie tracken soll. Aber mal gucken. Hallo. Das ist nett von dir. So, nur nicht mit dem Knie an den Knopf da kommen. Das wäre schlecht. Dann ist der Stream nämlich wieder aus. So, wie darfst du denn jetzt? Du darfst. Wer willst du sein? Das ist ja keine Frage. Doch, es gibt 4 Yoshis. Das ist natürlich eine Frage, die ich stellen muss. Warte, aber die Yoshis sind doch der Easy Mode, oder? Ja. Kann es nicht getroffen werden, aber das ist beim Suchlevel egal. Okay. So, erklär mir, was ich machen muss. So, man hört dich, glaube ich, eh nicht. Chat, könnt ihr Kay hören? Könnt ihr mich hören? Ah doch, vielleicht sogar schon. Du musst einfach nur wild durch die Gegend springen und Sachen suchen. Okay. Ja, ich kann das Mikrofon leider nicht verschieben. Ihr müsst euch Kays Stimme einfach dazu denken. So, wir suchen Wundermarken. So kurz, also hier rennen, da springen. Power-Ups darfst du eh keine haben. Daher. Ja, das kannst du auch. Ausprobieren, dann war Kay auch schon wieder weg. Schwupp. Aber wenn man in die Röhren rein kann, ist bestimmt irgendwo eine versteckt. Huch. Aber da wirst du zu mir rangesaugt. Das ist ja lustig. Kann ich dich wieder freilassen? Ich darf also nicht zu weit von hier weg. Ist mit den Röhren hier natürlich ein bisschen schwierig. Ist hier noch mehr Röhren? Das sind eine Menge Röhren. Irgendeine führt wahrscheinlich darüber. Ha! Wusste ich's doch. Möchtest du hier rüberkommen und das einsammeln?
Die letzte, ja. Tada! So. Das war der vierte. Okay, wow. Warte, gucken wir mal hier oben vielleicht. Guck mal, ich habe auch ein Krönchen auf. Ich hier der Boss bin. Ich meine, in irgendeiner Röhre ist bestimmt irgendwas. Oh. Ich kann Yoshi reiten. Jetzt steuert sie, obwohl ich die Krone aufhabe. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin ja komplett ausgeliefert. Scheiße. Ja, dann? Niemals absteigen. Dann such mal. Ja. Inappropriate. Jetzt wird geritten, Chat. Kann Yoshi auch Daisy reiten? Leider nicht. Imagine, aber lustig das wäre. Okay. Ich mach dann schon mal Feierabend für heute, ne? Okay. Okay, spielt jetzt. Kann echt nicht da oben rein? Das ist merkwürdig. Huh. Ich habe mich mal kurz in die Decke gegraben. Aha! Ahaha! Okay. Aber man kann die... Ups. Man kann die ja so schieben, ne? Ja, warte mal. Das ist die letzte, die nach unten geht, ne? Mach die mal hoch. Toll, Daisy ist schwerer als Yoshi. Das ist natürlich kacke. Ja, da könntest du recht haben. Aber dann muss es doch hier auch noch irgendwas geben. Ist hier doch nicht umsonst. Glück. Kann mich nicht in die Röhre graben, leider. Jetzt wurde ich schon wieder weggesnatcht. Aus der Luft gerissen. Wie kacke das aussieht. Du Scheiße. Du verdammter... Oh. Okay. Verdammter Lümmeldinosaurier. So, kommst jetzt mit. Hier, das sieht... Das sieht so aus, als könnte man hier irgendwas machen. Ja. Röhre 1. Aber ich habe dafür das falsche Abzeichen an, glaube ich. Oder auch nicht. Ich bin auf deinen Rücken gesprungen, obwohl ich dich nicht mal gesehen habe. Sick. Das war die erste Coin. Also die Reihenfolge in dem Level ist irgendwie merkwürdig. Was meinst du? Wo sind die anderen beiden? Das Deko, ja. Das ist, dass du weißt, dass du in einem Suchlevel bist, weil es die Musik ja nicht anzeigen würde. Oh, warte mal. Ich kann versuchen, mal hier oben reinzugehen. Nee. Naja, am nächsten zum Anfang ist halt relativ, aber der Anfang ist, glaube ich, hier unter uns, ne? Oh Gott, ich kann unter der Röhre durch. Das ist fragwürdig. Versuchst du mich zu reiten? Hör auf damit. Die lacht ganz dreckig. Gut, dass ihr das nicht hören könnt. Yoshi! Yoshi hat voll die tiefe Stimme bekommen. Ich glaube, Yoshi ist jetzt in der Pubertät. Ja, das geht nur hier rüber, ne? Vielleicht muss ich einfach mehr dran ziehen. Nein? Schade. Luftlinie, ach so. Ha. Okay, tricky. Aber was ist denn dann am weitesten weg vom Anfang? Wir können doch jetzt nicht jede Röhre ausprobieren. Wo bin ich? Aha. Sie ist im Vordergrund. Weiß ich nicht, aber siehst du den Schatten? Guck mal, wir sind voll plastisch. Warte, kann ich buddeln? Nee.
Wir sind in den Hintergrund geraten. Klang der nicht immer so? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind alle neu. Gott, was machst du denn da? Wie machst du das? Ich will das auch. Drei. Das ist hier keine Playstation. Ist ja lame. Ich dachte irgendwie, das könnte mehr. Ja, ich bin überfragt. Ist das irgendeine Mechanik, die ich noch nicht kenne? Aha. 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 Okay. Haha, ich bin hinter dir. Haha. Ey. Giganto Daisy. Kann ich mich da auch nicht mehr reingraben, ne? Das heißt, wir kommen aber auch nicht mehr raus. Wow, das ist spooky. Ist heute schon Halloween aus Versehen? Ja. Was machen wir eigentlich an Halloween-Chat? Habt ihr Ideen? Was macht ihr an Halloween? Imagine jetzt noch der Switch-Zoom. Nein, 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 nein. Also hier ist ja der Anfang. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich würde ja fast vermuten, noch irgendwo weiter oben. Können wir noch weiter nach oben? Nö. Wenn du zu langsam bist. Tja. Ist hier nicht Sonic, wo gewartet wird? Wenn hier nicht die erste Coin gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, dass es da vielleicht noch weitergehen muss. Aber vielleicht hier irgendwo. Aber hier komme ich ja auch nicht vorbei. Hier kommt man auch nicht höher. Hoppla. Sorry, bin runtergefallen. Ja, die vierte Coin war, glaube ich, die in dem Raum da, ne? Guck mal, unter denen kann ich komischerweise nicht durch. Haben wir schon was mit diesen Röhren gemacht eigentlich? Dass ich da nach oben komme. Okay, ja, Entschuldigung. So, wo willst du hin, sag? Warte, ich kann die schieben, oder? Ha! Ich glaube, so sollte man eigentlich darüber kommen. Wenn es wieder so ein versteckter Block. Aber wenn, dann doch eher hier irgendwo, oder? Ja, da war die erste. Aha. Mhm. Ich finde die Level echt schwer. Les hat schon mal gegoogelt. Na, da kommt man nicht hoch. Möchtest du uns einen vorsichtigen Hinweis geben? Wow. Watson. Ja, das ist, weil du ein Abzeichen anhast. Du hast das Doppelsprungabzeichen an, das ich auch habe. Und deswegen pupsen dir Blüten. Ist das nicht fantastisch? So, also das links war das große. Hier war das zum Ziehen. Es muss eigentlich genau in der Mitte sein. In einem eingekesselten Bereich. Okay. Sorry. Dann lass doch nochmal hier gucken. Das hier ist halt genau in der Mitte und super verdächtig. Kann hier nichts machen. Ich wünschte, ich könnte auch so seitlich an Sachen hochgehen. Die Kamera echt nur mir folgt, ist aber auch ein bisschen gemein. Ist ein bisschen fies. Sie hat auch wieder so diesen Vorder-Hintergrund-Schatten. Wow. Ich wollte gar nicht so weit runter. Au, au. Haben wir hier schon was gefunden?
Ja, Entschuldigung, dass ich kein gutes Gedächtnis habe. War nämlich eben gar nichts. Wenn er in einem eingekesselten Bereich sagt, eingekesselter geht ja wohl nicht mehr. Ich reite dich immer aus Versehen. Such, Sklave. Suche, Reittiersklave. Ja, die anderen Röhren machen halt nichts, ne? Ich kann in keine rein. Sehr warm. Aha. Oh, du hast sie einfach weggeschoben. Gutes Reittier. Perfekt. Dankeschön. Vergessen es immer. Hätte man echt drauf kommen können, ja. Vor allen Dingen, weil ich ja die andere Röhre die ganze Zeit weggeschoben habe. So, du darfst es einsammeln. Was muss ich einsammeln? Ja, den Samen. Dafür sind wir doch hier. So. Yay. Are you happy now? Yay. Yay? Yay, Yoshi. Willst du auch noch ein echtes Level mitspielen? Du wirst sowieso die ganze Zeit zurückgelassen. Ah, hier geht's nicht rein. Okay. Schade. Komm, wir gucken mal, was hinter der Tür ist. Ey. Nicht hinter die Tür pullern, okay? Oder pupen. Hallo? Wildleben in der Kegelbahn. Ja, das klingt nach einem Level, wo man einen Reit-Yoshi gebrauchen könnte. Let's go. Muss der Frau auch mal ein bisschen Zeit und Liebe gönnen. So, welches Abzeichen möchte ich denn haben? Ich möchte die Mütze. Ich finde, das sollte der wirklich von alleine können. Ja. Das ist so ein cooler Skill. Hui! So, du kannst eh keine... Oh, du bekommst einen Elefanten, aber es passiert nichts. Imagine, wie geil Elefanten-Yoshi aussehen würde. Ich rüssel. Du fährst. Au. Ah, das Gute ist, du kannst nicht verletzt werden. Sehr gut. Ui. Wie das funktioniert, will ich lieber auch nicht wissen. Hast du den gerade gegessen? Wow. Wowie-saui, sag ich dazu nur. Guck mal, ich muss gar nichts mehr machen. Warte, ich rüssel. Was zum Fick bist denn du? Das ist ein Knochenkettenhund. Dings. Ja, das, Oh, an den kann man auch ziehen. Ich will an einem ziehen. Oh nein, ich kann nicht mit meinem Rüssel. Warte, brauch noch einen. Wie siehst du denn auch? Wirf das mal da drauf. Bäh. Das macht keinen Sinn. Dass die da zusammen durchklettern, macht keinen Sinn. Hui. Dang, 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 dang. Jetzt sie. Wow. Au, da kam ein zweiter raus. Wow, wie Daisys Augen leuchten, ist ein bisschen gruselig. Okay. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie die Dinger funktionieren. Ja, ich glaube, man kann die einfach nicht kaputt machen. Ziemlich. Ziemlich grausam. Aber ich mag den Remix. Hui! Ist doch traurig, jetzt wo ich meinen Elefanten verloren habe, kann ich euch nicht mehr zeigen, dass man Goombas schubsen kann. Aber man kann Goombas schubsen. Ah. Gut, dass du nicht getroffen werden kannst. Ah. Aua. Guck mal, jetzt passe ich auch viel besser auf deinen Rücken. Ja, jetzt macht das hier mal weniger. Ach, Proportion, Schmopportion. Kannst du keinen Wandsprung? Nein. Ah, doch, okay. Das wäre voll fies gewesen, wenn du das nicht könntest. Ich bin Yoshi, ich kann alles. Yoshi kann alles, was er möchte. Jetzt bin ich wieder groß. Jetzt stimmen die Proportionen wieder nicht mehr. Voll gut dran. Wowie saui, warte, das schreit nach. Oh, dafür bin ich nicht stark genug, wie es aussieht. Hä, was ist passiert? Ich wollte ihn da drauf werfen. Ja, warte, ich kann. Wieso folgt die Kamera jetzt dir? Unaufpassen.
Ja, wa- Dann mach du doch das Elektronat. Ja, weiß ich doch nicht, wie das geht. Das haben wir eh verkackt. Jetzt brauchen wir die große Kugel. Ich glaube mit der Blume. Jetzt bin ich hier der Nebencharakter in meinem eigenen Stream. Hey, das geht gar nicht. Geht das nur mit Mario? Ich hab das aber gesehen. Wir müssen hier hoch. Ich hab gesehen, dass das geht. Toll. So eine Lüge. Okay, das wird jetzt furchtbar. Ich steig mal auf, ne? Ah. Das passiert, wenn die Kamera nicht auf mir ist. Weiß ich nicht. Du bist jetzt Player One. Deal with it. So. Deal with it, girl. Ich weiß nicht, warum du plötzlich die Krone hast. Boah, das können wir auch noch. Ja. Leider können wir jetzt nicht sehen, welchen Buchstaben du auf der Kappe hast wegen der Krone. Ich würde Y vermuten, aber. Oder ein Ei. Es ist, glaube ich, ein Ei. Wowie sowie! Es wäre lustiger, wenn es eine Schweinetransformation wäre, muss ich sagen. Au. Ich wurde einfach abgeworfen. Auch weggeschleudert. Ich sehe schon, Chat hat keine Pläne für Halloween, ne? Jetzt wurde ich wieder abgeworfen, dann laufe ich halt selber. Hui! Nein, ich hab gedacht, ich wär du. Arale Run! Oder Naruto Run, je nachdem, wie alt ihr seid. Nein! Ich wurde zurückgelassen. So fühlt sich das also an, wenn man zurückgelassen wird. Lauf, Yoshi, lauf! Wowie sowie. Wowie sowie. So, du nicht am Handy rumspielen. Ja, Entschuldigung, ich wollte nur gucken. Jetzt wird nicht geguckt. Ich habe sogar Süßigkeiten für die Kinder gekauft, weil ich so ein guter Mensch bin. Yoshi. Wir müssen nur dieses Level irgendwie schaffen, dann mobb ich dich aus meinem Stream. Ich mach so lange einfach alles schlecht. Ich mach alles kaputt, das ist in Ordnung. Oh! Wenn ich wüsste, wie würde ich die Klingel ausmachen? Also wir haben so einen Schiebeknopf quasi an unserer Klingel. Nein, haben wir nicht. Wir machen sie an der Achtung. Okay, sagt sie mal. Die Klingel. Mach die Sicherung raus. Die Sicherung rausmachen geht auch. Warum ist das denn eigentlich überhaupt One-Hit? Mann, das fuckt mich gerade so ab, ne? Weil du nix siehst. Kann ich das irgendwie wieder an mich reißen? Du müsstest es jetzt haben, weil ich gestorben bin. Du hattest eben ja die Krone. Ich bin gestorben. Aber du hattest dann kurz die Krone, als ich auch gestorben bin. Jetzt hab ich sie wieder. Das ist denn wir haben eine extra Sicherung nur für die Klingel. Ich kann nicht mal, wenn du im Menü bist, hier irgendwas steuern. Das ist, glaube ich, sehr schlecht, wenn man mit kleinen Geschwistern spielt, die dann die ganze Zeit so das Menü aufmachen, um dich übelst abzufacken. Nicht, dass ich wüsste, wie sich das anfühlt, weil ich habe keine Geschwister, aber... Wo bin ich? Wurde weggemacht. Toll, jetzt hast du den Elefanten, obwohl du den gar nicht benutzen kannst. Der Quatsch. Das ist doch Quatsch. Also musst du vielleicht mal deinen Sicherungskasten fragen, ob der auch extra eine Klingelsicherung hat. Aber manche Klingeln kannst du auch an der Klingel selber abstellen. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Es war vielleicht auch keine kluge Idee, dass wir beide jetzt gelb-orangene Charaktere sind. Ich fand das süß, damit wir was gemeinsam haben, aber ich verwechsel mich andauernd mit dir.
Okay. Okay. Soweit, so gut. Jetzt habe ich wieder die Krone. Ja. Okay. Das heißt, jetzt muss ich aber auch abliefern, ne? Renn, Daisy! Aber jetzt fehlt eins. Kommt das noch? Ja. Wie du so tust, als hättest du das Level schon mal gespielt. Nein, aber ich habe gesehen, dass wir alle anderen der Reihe nach eingesammelt haben. Vielleicht sind wir dran vorbeigelaufen. Nein. Nein. Tschüssi. 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 Oh. Ist ja gar nicht Tschüssi. Na, ist noch nicht zu Ende, das Level. Was soll das denn? Sammel die Coin ein. Ja. Deshalb kannst du nicht verletzt werden. Oh. Jetzt können wir gar nicht rausfinden, ob das mit mehreren Charakteren zählt. Aber wahrscheinlich nicht. Mann, 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 Mann. Also Multiplayer ist ja richtig wild, ne? Das habt ihr bestimmt auch noch nirgendwo anders gesehen, weil Streamer haben ja gemeinhin keine Freunde, daher können die ja keinen Offline-Modus. Rase, Ratte, Rennen. Willst du das noch mitmachen? Wenn du mich noch erträgst. Ein Level können wir noch. Okay. Kann ja nur furchtbar werden mit mir. Sei doch nicht so. Du kannst einfach alles aufessen. Guck, das steht da auch. Oh, nee. Oh, nicht die... Oh. Nicht die Switches. Nicht die Switches aus Mario Maker. Da, jetzt kannst du es auch mal hören. Willst du die Geräusche aus dem Controller mal hören? Oh Gott. Die sind so leise. Die sind übel leise, deswegen hört die auch fast keiner. Meinst du, ich kann den Chat auch mal zeigen? Indem ich mal kurz den Game Sound ausmache. Chat, hört mal hin. Hört ihr das? Naja, es schlägt leider nicht aus. Es ist zu leise. Uff. Es ist zu leise. Ja, ich höre, dass die Joy-Cons das auch machen. Ich höre das von hier drüben. Ach, der funktioniert wie so ein Aufziehauto. Verstehe. Oh, und dann muss man schnell... Ja, das ist echt kein Level für... Du bist ein Geist. Du hast keine Beine mehr. Hat uns das gerade ein Leben gekostet? Okay. Wir müssen schnell wieder zurück. Damit wir... Weil der hier durchfährt. Und dann müssen wir das hier wieder aufmachen, damit er hier weiterfährt und das da aufmacht. Klassisches Mario Maker Level. So, jetzt muss ich an dem ziehen. Und dann... Rück! Zu spät. Okay. Ja, es hat leider nicht ausgeschlagen. Es ist halt super leise. Wenn ich drüber rede, damit das Noise Gate aufgeht, hört ihr es wahrscheinlich auch nicht. Ha! Teamwork makes the dream work. Hey. Sweet. Schau mal. Wenn das nicht fantastisch war, dann weiß ich ja halt auch nicht. So, möchtest du jetzt zurück zu deinem Sohn? Deinem Sohn? Zu meinem Sohn. Na gut. Dann... schmeiß ich dich einfach eiskalt wieder raus. Aber es ist ein cooles Spiel, oder? So. Okay. Ach, warte. Dann danke ich fürs Mitspielen. Danke für mich dabei haben. Gerne, immer wieder. Tschüss, Chat, bis gleich.